Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen 5-FAQs-Format vom YouTube-Kanal Atheismus TV. Heute haben wir ein Thema bezugnehmend auf unseren nächsten Livestream, der da heißt Heidenspaß statt Höllenqualen. Ein gutes und sinnvolles Leben ohne Gott und Religion. Ja, und dafür haben wir uns einen bereits bekannten Gesprächspartner eingeladen. Den Dr. Matthias Bob, aber ich denke mal, wir zwei duzen uns jetzt und ich sage Hallo Matthias, grüß dich. Ja, gerne. Der Doktor ist auch nur was für angeberische Akademiker. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Ja, und grüß dich. Wir kennen uns ja bereits aus dem Livestream auf unserem Kanal. Thema war da, glaube ich, ist Gott unmoralisch, ne? Beziehungsweise göttliche Moral versus philosophische Ethik. Ja, erzähl doch noch mal kurz, weil die meisten haben das ja so wahrscheinlich nicht gesehen. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst. Gerne. Ich habe Philosophie studiert und Politik in Mainz und in Frankfurt und ich unterrichte jetzt schon seit vielen Jahren im lieblichen Rheingau Ethik und POVI heißt das in Hessen, also Politik und eigentlich Sozialkunde. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, einen kleinen, wo ich so Videos mache, auch mit Schwerpunkt Ethik und Philosophie und darüber bin ich auch dann so ein bisschen zu Atheismus TV gekommen und ja, da geht es aber dann auch um andere Sachen, zum Beispiel Geschichte oder Psychologie, also alles, was so mir allgemeinbildend scheint. Und das macht im Moment auch viel Spaß und jetzt bin ich mal gespannt, wie, glaube ich, mein erstes Interview seit 10 Jahren läuft. Ja, ist ja so ein richtiges Interview ist es ja nicht. Wir machen ja so fünf Fragen und Antworten, ne? Das ist ja so zu dem Thema. Aber ja, okay, dann sind wir. Das ist ja auch erst mal zweites, also ich bin auch noch Anfänger. Schauen wir mal. Wie würdest du ein gutes und sinnvolles Leben für dich definieren? Wenn du möchtest, kannst du ganz persönlich, wie du das selber siehst. Also ich würde mal sagen, mein Leben war dann gut, wenn ich den Umständen entsprechend zumindest überwiegend glücklich und zufrieden gelebt habe, ohne dass das allzu sehr auf Kosten von anderen Leuten gegangen ist. Also ein gutes Leben hat für mich durchaus was mit Glück zu tun und auch mit Moral. Und weil aber ja unter Glück jetzt jeder was anderes versteht, für mich persönlich besteht Glück eigentlich vor allem aus vielen kleinen, schönen Erlebnissen über den Tag. Gar nicht so aus diesen großen, super intensiven Glückserlebnissen, die habe ich eigentlich nur sehr selten und die gehen dann auch schnell wieder vorbei. Und was mache ich dann den Rest der Zeit? Und von daher ist es für mich tatsächlich so dieses, was gar nicht so trivial ist, dieses ein angenehmes Gespräch mit dem Bäcker zum Beispiel. Ja. Ja, und ansonsten, ich habe festgestellt, ich bin glücklich, wenn ich was dazulernen kann. Es ist jetzt für Lehrer natürlich ein bisschen. Den Satz hast du dir aufgeschrieben, dass du den sagst, das musst du Genau, zugeben. das ist so ein bisschen klischeehaft. Nee, aber das ist also wirklich neue Sachen, neue Erfahrungen machen. Und ich glaube, deshalb habe ich auch Philosophie studiert, weil wenn man das ernsthaft macht, dann lernt man wirklich immer neue Sachen dazu und muss auch so umlernen. Und das macht, also da habe ich dann das Gefühl, das war ein sinnvoller Tag, wenn ich sowas gehabt habe. Okay, danke. Ja, kommen wir zur zweiten Frage. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, beziehungsweise der Hintergedanke ist jetzt so ein bisschen der Vergleich auch zur theistischen Weltanschauung. Kann man philosophisch einen universalen Sinn, beziehungsweise universale Ziele im Leben ableiten aus philosophischer Perspektive? Also ist es überhaupt möglich, da universale Ziele abzuleiten oder ist es vielleicht generell immer subjektiv auf das Subjekt bezogen, auf die eigene Einstellung, die eigenen Also, Wünsche? es gibt Philosophen, die würden sagen, ja, das kann man. Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, aber
Es gibt schon in der Geschichte der Philosophie so ein paar Vorschläge dazu, die, was ein gutes Leben ist, und die haben auch viel Zustimmung gefunden, auch über die Jahrhunderte hinweg, vor allem in der Antike und dann auch in den letzten 1, 2 Jahrhunderten. Und die könnte ich einfach mal anreißen. In der Antike sind die meisten dieser Vorschläge zum guten Leben welche, die sich auf Eudaimonie beziehen. Das ist so auch das, was man bei Wikipedia sofort findet, wenn man danach sucht. Und das wird dann lose oft mit Glück übersetzt, trifft es aber nicht so genau. Und wie die sich das damals vorgestellt haben, da kann man sich bei Aristoteles gucken. Der hat dazu einiges geschrieben. Für den ist das Glück tatsächlich das höchste Gut im Leben. Und der unterscheidet dann äußere Glücksfaktoren und innere Glücksfaktoren oder Glücksgüter. Und bei den äußeren, zum Beispiel, dass man in die richtige Familie reingeboren worden ist, dass man Freunde hat, Geld oder Ehre oder sowas. Und bei ihm auch ganz wichtig, dass man in einer sogenannten Polis lebt. Damit meint er so eine bestimmte Art von demokratischem Stadtstaat, was es früher in Griechenland gab. Athen war zeitweise eine Polis. Und er sagt auch, rundweg in Despotien zum Beispiel oder bei so einer Pöbelherrschaft kann man eigentlich kein rundrum gutes Leben leben. Ich denke, da ist nach wie vor was dran. Und also das sind so die äußeren bei ihm und die inneren Glücksgüter, die haben was mit dem Körper zu tun, Gesundheit, Schönheit, bei den Griechen irgendwie auch wichtig gewesen, aber eben auch einen guten Charakter zu haben, also Tugenden zu besitzen, so nennt er das, also gerecht sein, tapfer sein, besonnen sein, großherzig sein oder so einen Sinn Wirklich. haben. Die deutschen Sekundärtugenden weiß ich nicht. Die sind bei uns ein bisschen auf Not gekommen. Sinn für Weisheit zum Beispiel. Und er meint, für so ein rundrum gutes, gelingendes Leben müsste man halt sowohl diese äußeren als auch diese inneren Glücksgüter haben. Und wenn was fehlt, ist es halt nicht das ganze Glück bei ihm. Ne? Und das hat dann auch durchaus Schule gemacht. Später in der Antike, als dann aber die Stadtstaaten so den Bach runtergegangen sind und diese Großreiche entstanden, also persisches, also die hellenistischen Reiche oder eben die Römer, da verschiebt sich das dann in der Philosophie also immer stärker auf diese inneren Glücksgüter. Also weil das Äußere halt einfach nicht mehr so erfreulich war, wie das Philosophen für sinnvoll halten. Und bei diesen inneren Glücksgütern besonders auch auf das eigene Denken und Fühlen. Und da gibt es dann so ein paar Schulen, Epikur zum Beispiel und die Stoiker. Stoisch sein kennt man ja auch heute noch. Und bei Epikur zum Beispiel, das finde ich, hat nach wie vor viel für sich. Da erlangt man diese Eudaimonie dann zum einen durch die Freiheit von irrationalen Ängsten und dem Glauben an das Übernatürliche. Also sehr starken antireligiöse Stoßrichtung bei ihm. Das ist für ihn für alles Aberglaube und macht einem unnötig Angst. Und also er war selbst auch so Atomist, so vom Weltbild her. Und zum anderen empfiehlt er das einfache Leben im Verborgenen. Also eher mit Freunden zusammen in der WG was kochen, als ins Fünf-Sterne-Restaurant zu gehen. Und zwar interessanterweise nicht deswegen, weil Fünf-Sterne-Restaurants scheiße sind, die sind zum Teil wirklich lecker, ja. Aber er meint, dass der Preis, den man normalerweise für Luxus und Karriere und Reichtum und Ruhm bezahlen muss, mit sehr viel Unlust verbunden ist. Und diese Unlust sei dann unterm Strich deutlich größer als das Glück, was man durch Luxus oder Karriere oder Reichtum dann halt bekommen würde. Das rechnet sich für ihn schlicht nicht.
ist ein bisschen Vorläufer von so bestimmten Aussteigern heutzutage. Ja. BWLer sprechen da übrigens dann von Opportunitätskosten für diejenigen, die das jetzt sehen. Ja. Also das, worauf man verzichtet, wenn man etwas wählt, das sind die Opportunitätskosten. Und da sagt Epikur wirklich das einfache Leben. Ja, und das hat nach wie vor, glaube ich, was, wo man drüber nachdenken kann. Ja. Ich überspringe da mal das christliche Mittelalter, da kommen wir, weil da gibt es kaum Philosophie und viel Theologie, da kommen wir dann später noch. Ja, da ist die Philosophie ist dann die Mark der Theologie. Ja, die hat eigentlich nur die Aufgabe, das nochmal vernünftig zu beweisen, was durch den Glauben eh schon sicher ist. Ja. Und, hey, also der ging an die Christen, ging der, ne? Nicht an dich, der ging an die Christen. Ja, ja. Und das ist dann eigentlich nicht Philosophieren im eigentlichen Sinn, weil das ist zieloffen. Ja. Du bist ein Freund der Wahrheit, aber nicht dem das zu beweisen, was eh schon irgendwie feststeht. Naja, gut. Ja, Frage? Da hat man jetzt schon mal an anderer Stelle darüber unterhalten, dass Religionsphilosophie sich ja im Wesentlichen natürlich in gewissen Bahnen bewegen muss, die halt im Zweifelsfall der religiösen, den wesentlichen Dogmen zumindest nicht widersprechen darf. Umgekehrt, philosophische Theologie ist das, was du meinst. Religionsphilosophie, da philosophiert man über die Religion und da kommt normalerweise auch nichts Gutes bei raus. Das ist so Marx, ja, Opium des Volkes, ja, oder Feuer. Also von daher, also gerade umgekehrt. Ja, und in der Neuzeit, also so ab Descartes und später, da wird auch wieder über das gute Leben ähnlich nachgedacht, zunächst mal wie in der Antike. Ja, die Renaissance und die damaligen Humanisten machen das auch. Und da ist dann Glück auch wieder ein wichtiger Begriff. Und es wird auch dann verstärkt wieder darüber nachgedacht, wie denn ein guter Staat dazu beitragen kann, dass man als Einzelner ein gutes Leben führen kann. Und zwar unter den Bedingungen von modernen Großstaaten, weil die Polis, der kleine Stadtstaat, ist halt einfach nicht mehr möglich als Staatsform. Also das sind dann Leute, im Prinzip die englischen Liberalen, Vertragstheoretiker und so weiter. Und die sagen immer, gerechte Staaten sind die wirklich dir dann auch erlauben, ein glückliches Leben zu führen. Dann ist Freiheit ein Begriff, der in der Neuzeit auch wichtig wird, wenn es um ein gelingendes und um ein gutes Leben geht, was nicht das gleiche ist wie Glück. Freiheit besteht halt auch darin, dass du Fehler machst und halt auch unglücklich wirst. Ja? Und du hast die Freiheit zu heiraten, wenn du willst, aber jede zweite Ehe wird in Großstädten geschieden. Also und zwar oft sehr unglücklich. Ja? Also es ist nicht das Gleiche, aber es gibt halt viele Philosophen, die sagen, dass für ein gutes, gelingendes Leben halt ein bestimmtes Maß an Freiheit notwendig ist. Und dann im 20. Jahrhundert, da bin ich ja noch schon am Ende, da gibt es dann auch einflussreiche Überlegungen, so im Anschluss an Marx zum Beispiel, von entfremdeten Lebensumständen, die es einem schwer machen, glücklich zu leben oder sinnvoll. Es gibt Überlegungen zu falschen Bedürfnissen, deren Verfolgung einem unglücklich macht. Erich Fromm. Haben oder Sein zum Beispiel, das ist ein ganz bekanntes Buch, das war in den 70ern so ein Bestseller, das finde ich nach wie vor lesenswert. Überhaupt die ganze Frankfurter Schule in Deutschland, sage ich jetzt, und zwar nicht nur, weil ich in Frankfurt studiert habe. Und da wird dann wirklich auch auf einem wirklich guten Niveau darüber diskutiert, wie denn unter kapitalistischen Bedingungen man glücklich sein kann oder zumindest zufrieden und ob es überhaupt ein richtiges Leben im Falschen gibt, wie Adorno dann fragt. Der sagt dann auch nein. War aber, glaube ich, ein ganz glücklicher Typ. Naja. Aber das ist gut. Ja. Also glückliches Leben im Falschen, die Frage muss sich der Atheist ja gegenüber dem Atheisten aufstellen, tatsächlich. Ne? Und dann, also wie gesagt, Glück ist so ein, das sind so zentrale Begriffe fürs gute oder fürs gelingende Leben, Freiheit und dann halt auch Sinn. Manche Philosophen sagen dazu nach wie vor, es gibt so einen objektiven Sinn, also einen, der vom Menschen unabhängig
ist, durch die Natur vorgegeben oder zum Beispiel durch Gott. Ich würde sagen, die meisten würden aber sagen, nee, sowas wie einen objektiven Sinn gibt es eigentlich nicht. Der Mensch selbst muss den Sinn seines Seins setzen. Ganz viele Alliterationen den Sinn seines Seins setzen. Und die Existenzphilosophie geht zum Beispiel in so eine Richtung Sartre in den 50ern. Und der meinte eben, wir müssen selbst den Sinn setzen, auch wenn das nicht einfach ist. Wir sind dazu verdammt. Aber wenn man das nicht selber macht, dann bleibt nur die Flucht in einen dogmatischen Fundamentalismus. Also das ist so von philosophischer Sicht her. Und es gibt dann eine ähnliche Stoßrichtung auch in der Psychologie beziehungsweise in psychotherapeutischen Richtungen. Das geht dann auch in die Philosophie rein. Viktor Frankl ist da so eine Hausnummer, der ist sehr bekannt. Der hat einen ganzen Therapieansatz eigentlich im Zentrum darum gemacht, wie wir unter modernen Bedingungen die Fähigkeit entwickeln können, für uns selbst im Leben Sinn zu setzen. Unter der Bedingung, dass eben die religiösen Sinnangebote eigentlich an Überzeugungskraft verloren haben und dieser Spaßmaterialismus, so im Westen, da auch nicht viel an Ersatz binden kann. Speziell, wenn man mal ein bisschen älter ist als irgendwie 16 oder 18. Also da kann man auch mal reingucken, wenn einen das interessiert. Viktor Frankl, bei dem läuft das übrigens im Kern, wenn ich das richtig verstanden habe, darauf hinaus, dass man gerade von sich selber absieht und sich der Welt zuwendet, um Sinn zu finden. Ja, okay, das war jetzt eine ziemlich lange Antwort. Ich versuche das jetzt bei den nächsten Fragen ein bisschen kürzer zu machen.